Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und willkommen zu einem neuen Part Kaiserreich. Wir sind bereits im Dezember 1939 angekommen und es wird langsam aber sicher richtig ernst. Wir befinden uns mitten in der Vorbereitungsphase auf einen Krieg mit Frankreich. Bis jetzt hatten wir ziemlich viel Glück, beziehungsweise haben durch geschickte Diplomatie dafür gesorgt, dass der Krieg noch nicht eskaliert ist. Aber es war von Anfang an klar, dass die Syndikalisten ihre Ideologie auch mit Gewalt in Europa verbreiten wollen, weswegen wir eigentlich jeden Moment mit einem Angriff der Franzosen rechnen müssen. Momentan ist die weltweite Spannung allerdings auf einem Level, das es uns erlaubt, uns noch ein wenig vorzubereiten. Und diese Zeit werden wir jetzt sehr gut nützen müssen. Daher werden wir uns heute auch vor allem mit der Armee, unserer Strategie und generell allen Vorbereitungsschritten auseinandersetzen, die notwendig sind, um die Franzosen mit ihren Verbündeten davon abzuhalten, das deutsche Kaiserreich zu unterwerfen und ihnen ihre Ideologie aufzuzwingen. Das Problem ist jedoch auch, dass wir uns um den Osten kümmern müssen. Die Russen haben immer mal wieder gezeigt, dass sie sich sehr aggressiv verhalten können. Bis jetzt sind sie erstaunlich ruhig. Leider wissen wir auch nicht, auf welche Verbündeten wir uns verlassen können, weswegen wir die Truppen erstmal noch in deutschem Gebiet stationiert haben. Allerdings sind die dortigen Befehlshaber darauf abgestimmt, so schnell wie möglich Richtung Front zu marschieren, sobald es notwendig sein wird. Wir haben hier dort auch einen General, der 30 Divisionen verhalten kann, wodurch wir eine gewisse Flexibilität haben. Vor allem mit größeren Truppen müssen kein Feldmarschall dort abstellen, sondern ein einziger General und der kann dann da, wo es brennt, die Front stabilisieren. Es könnte nämlich sein, dass wir beispielsweise unsere Truppen an der Front halten, dann eins der Länder rebelliert und wir auf einmal von der Versorgung abgeschnitten sind. Und genau das soll eben mit diesem General verhindert werden. Dementsprechend stehen die Truppen jetzt noch auf deutschem Gebiet, rücken aber aus, wenn es sein muss. An der Westfront sieht es ein bisschen chaotisch aus, das ist aber eigentlich reine Absicht. Wir haben hier drei Verteidigungslinien. Die erste ist relativ offensichtlich, die steht direkt an der Front, dort haben wir auch einiges an Bunker. Das Problem ist, das Gelände ist dort nicht optimal. Wir haben zwar in Teilen Gebirge, aber wir haben eben auch Ebenen und Hügel. Und dort könnten die französischen Panzer durchaus sehr einfach vorstoßen. Auch die Bunker bringen nicht viel, da die französischen und vor allem auch die britischen Bomber diese mit der Zeit einfach kaputt bomben könnten, während wir, wenn wir uns hinter den Rhein zurückziehen, relativ sicher sind, weil die Bomben, die einen Fluss zerstören, sind noch nicht erfunden. Da so ein Rückzug allerdings nicht sonderlich trivial ist und auch extrem schief gehen kann, haben wir zwischen der ersten und der dritten Verteidigungslinie, die dann eben hier hinterm Rhein steht, auch mit Bunker und so weiter, noch eine zweite Verteidigungslinie, die so gut es geht das Gelände nutzt. Hier haben wir Truppen, die um Straßburg kämpfen werden und den Feind in der Stadt eben so gut es geht verzögern werden. Die Bunkeranlagen hier im Süden sind nochmal extra gesichert, da sie sich eben auch sehr anbieten mit Bunker und eben dem Gebirge. Hier, diese Provinz ist doppelt gesichert. Vielleicht könnte man die in Kombination mit Straßberg auch etwas länger halten. Und da fällt mir gerade auf, es wäre vermutlich sehr schlau, hier auch nochmal eine direkte Schienenverbindung zu errichten, um die Stadt dann eben unmittelbar zu sichern und die Gebiete hier oben nicht unbedingt halten zu müssen, um eben die Truppen hier im Gebirge zu versorgen. Dann nutzen wir Richtung Saarland noch den Wald, so gut es geht. Das wird hier auch noch ein bisschen besser aufgestellt. Aber wir haben hier vor allem Regionen, die sehr gut dafür geeignet sind, feindliche Panzer und generell schnelle Einheiten aufzuhalten. Die haben nämlich das Problem, dass sie im Wald nicht sonderlich frei manövrieren können. Das heißt, die Verzögerung hier im Wald wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir uns zurückziehen können und optimalerweise dann auch die erste Verteidigungslinie natürlich mit der dritten fusionieren können und diese dann auch tatsächlich Stellung beziehen können in den Bunkern, sich einkramen können, sich versorgen können, ihre Organisation wieder aufladen können. Das ist also quasi das Ziel der zweiten Verteidigungslinie. Wir haben aber nicht nur Truppen aufgestellt, wir sind wirklich gut vorbereitet. Wir bauen Stand jetzt bzw. haben schon Bunker gebaut. Also natürlich hinter dem Rhein finden wir jetzt eine komplette Bunkerlinie. Stand jetzt nur mit der Befestigungsstufe 1. Wie erwähnt, wenn es drauf ankommt, können die Gegner die so oder so kaputt bomben. Es geht erstmal darum, den Feind zu verzögern und wir brauchen die Kapazitäten jetzt an anderer Stelle. Wir vollenden noch die Produktion unserer Schiffswerften. Wir müssen langfristig irgendwie mit der britischen Flotte klarkommen und dafür brauchen wir eben lieber früher als später die Schiffswerften. Jetzt ist quasi noch das Zeitfenster, in dem wir diese produzieren können, weil ab dem Jahr 1940 müssen wir dann wirklich akut darauf vorbereitet sein und müssen uns um andere Probleme kümmern. Beispielsweise um die Flughäfen. Wir haben inzwischen einiges an Luftwaffe, allerdings bringt es uns nichts, wenn wir sie nicht passend einsetzen können. Deswegen bauen wir Stand jetzt Flughäfen hier in Württemberg und
hier oben im Ostrheinland. Warum nicht in Elsaß-Lothringen? Das Problem ist, dass wenn wir hier einen Flughafen bauen und der an die Franzosen fallen würde, sie natürlich extrem leicht hier die Luftüberlegenheit erringen könnten, wenn sie mehr Flugzeuge hätten als wir, und davon müssen wir halt leider ausgehen. Dementsprechend würde ich diesen Flughafen, wenn es geht, sogar am liebsten abreißen, und wir werden ihn natürlich nutzen, solange er da ist, aber wir werden unseren Fokus auf jeden Fall auf diese Gebiete hier stützen. Um weitere Vorteile im Luftkampf zu haben, setzen wir hier sogar Radarstationen ein, die werden helfen, die feindlichen Flugzeuge aufzuklären und dann eben die Informationen an unsere Piloten zu übermitteln, was den Luftkampf deutlich verbessern wird. Und wir haben den Vorteil, dass wir auch die feindlichen Truppen, sobald diese Radarstationen fertig sind, bereits jetzt sehen können und dann eben wissen, okay, da werden die Franzosen vielleicht mit Panzern angreifen, da eher mit Infanterie, und generell sind wir einfach deutlich besser vorbereitet. Und wir wissen ja, Logistik gewinnt Kriege. Dementsprechend wird hier auch aktuell die Schienenlogistik ausgebaut. Ob die Schienen hier sinnvoll sind, ist natürlich ein bisschen fraglich. Könnte auch an den Feind fallen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber wir brauchen eben gute Versorgung hier in diesem gesamten Gebiet, da wir noch einiges an Truppen ranholen werden und dann auf gar keinen Fall an Unterversorgung leiden sollten. Dementsprechend wird hier Stand jetzt alles ausgebaut. Und da kommen wir auch schon zu den Truppen, die wir ranholen, wenn es wirklich brenzlig wird. Und zwar haben wir hier eine komplette Offensiveinheit. Die besteht aus unseren Elite-Infanterie-Einheiten, die jetzt in diversen Kriegen gekämpft haben, im Spanischen Bürgerkrieg, im Amerikanischen Bürgerkrieg oder auch in Italien. Die sind sehr, sehr, sehr erfahren und können dementsprechend extrem viel Schaden anrichten, auch in der Offensive. Die halten wir also zurück. Wir wissen ja nicht, wo es brennt. Vielleicht kommt noch was von Belgien, dazu vielleicht später noch was, oder an der Ostfront wird es ziemlich heikel. Dementsprechend sind die jetzt alle hier im, ich sag mal, Mitteldeutschland versammelt, sodass sie dann schnell agieren können. Gleichzeitig haben wir unsere schnelle Eingreifstruppe mit motorisierten Einheiten. Die kommen auf 12 km/h. Da ist auch die Frage, wo brauchen wir sie? Vielleicht brauchen wir sie schnell an der Küste, weil die Briten dort landen. Da kommen später noch Truppen hin, die sind nur aktuell nicht fertig. Ihr werdet sehen, wir haben nicht so viele Soldaten aktuell. Darum kümmern wir uns aber gleich. Diese Truppen sind also da, wo es wirklich ganz schlimm brennt, wo wir ganz schnell Einheiten brauchen. Und falls es dann zu einer Offensive kommt, also wenn wir dann zum Gegenschlag ausholen, das wird aber eine Weile dauern, zum Beispiel in Frankreich oder auch in Russland, sind es die Einheiten, die eben sehr schnell vorpreschen und dann versuchen, diese Kessel zu eröffnen und auch zu schließen. Um durchzubrechen wiederum haben wir dann unsere Panzereinheiten, von denen wir aktuell 3 Stück haben. Die sind noch nicht ganz ausgestattet und wir produzieren auch nochmal einiges, also nochmal 2 Stück. Mit denen werden wir natürlich dann punktuell versuchen, die Front des Feindes zu durchbrechen. Jetzt ist die Frage, wie fahren wir weiter fort? Wir haben ziemlich viel Lufterfahrungspunkte, die werden wir aber brauchen, um die besseren Flugzeuge in 5 Tagen zu designen. Wir haben auch ziemlich viel Armeeerfahrung, die werden wir aber brauchen, um die Panzer in 5 Tagen zu designen. Deswegen können wir da nicht viel machen. Ich würde ganz gern hier noch statische Kriegsführung einsetzen, weil es die maximale Verschanzung noch ein wenig erhöht, und wir haben ja gelernt, was das für ein wichtiger Wert ist. Dafür vielleicht noch ganz kurz eingeschoben die Generäle. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, und zwar haben wir hier einen Feldmarschall, der natürlich die maximale Verschanzung ein wenig nach oben treibt. Das ist hier einfach ein sehr, sehr wichtiger Wert. An der Stelle vielleicht auch erwähnt, wie das mit dem Angriff und Verteidigungswert funktioniert. Ihr wollt immer den Angriffswert, auch in der Verteidigung, weil dieser Wert erhöht den weichen Angriff, auch wenn ihr verteidigt. Der Verteidigungswert erhöht Verteidigung und Durchbruch. Das sind beides wichtige Werte. Wenn ihr aber eingegraben seid, ist der Wert sowieso so hoch, dass er keinen weiteren Nutzen stiftet, wenn er quasi noch weiter erhöht wird. Die erste Verteidigungslinie hat schlicht und ergreifend erstmal unseren besten General bekommen, mit eben 6 auf Angriff, was den Soft Attack Wert um 15% erhöht. Das ist mir an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil es dann die Franzosen extrem viel kosten wird, durchzukommen. Also ich befürchte, sie werden durchbrechen, aber beim Durchbrechen werden sie sehr viele Einheiten verlieren, sehr viel Schaden erleiden, und dadurch haben sie dann kaum eine Chance, hier wirklich durchzubrechen. Dann die zweite Linie wird sie wahrscheinlich später aufhalten, aber sie werden hier nicht durchbrechen und dann direkt auf die dritte Verteidigungslinie zustürmen können. Und deswegen ist mir hier eben ein hoher Offensivwert wichtig. Ich schließe aber mal noch nicht aus, dass wir diesen General vielleicht später noch woanders brauchen. Da die dritte Verteidigungslinie relativ lang ist, haben wir hier wieder einen General, der 30 Einheiten verwalten kann, was hier einfach ein bisschen einen Vorteil hat. Die zweite Linie dagegen besteht momentan nur aus 18 Mann, die wird noch weiter erweitert. Da haben wir jetzt erstmal einen General, der nicht so wichtig ist, weil die ist eben, wie erwähnt, zum Verzögern da. Und dann haben wir noch unsere Gebirgsjäger, die natürlich einen gewissen Bonus auf das Gelände haben. Da ist momentan das Problem, dass unsere Gebirgseinheiten nicht sonderlich gut sind. Also eigentlich können wir aktuell kaum etwas mit denen anfangen. Dementsprechend müssen wir uns noch detailliert überlegen,
überlegen, wie wir mit denen vorgehen. Wollen wir sie noch verbessern? Das würde sich lohnen, vor allem wenn es irgendwo einen Kampf im Gebirge gibt. Im Süden von Frankreich wäre das beispielsweise der Fall. Oder wandeln wir sie einfach später in Panzereinheiten oder andere Einheiten um? Das kommt ganz darauf an, wie viel Armeeerfahrung wir noch sammeln. Das sollte Stand jetzt aber sehr viel schneller anwachsen, da wir ja unseren Fokus darauf konzentriert haben, schnell diese Mali aus dem Ersten Weltkrieg loszuwerden. Bei unseren Offensivtruppen habe ich tatsächlich einen Artillerieführer gewählt, der den Angriffswert der Artillerie um 10% erhöht. Das ist sehr wichtig, da unsere Offensiveinheiten sehr viel Wert auf Artillerie legen und wir dementsprechend, das wird übrigens noch intensiviert später, diesen Wert dringend brauchen. Dann haben wir hier noch Bunkerbrecher. Das liegt eben daran, weil diese motorisierten Einheiten durchaus mal durch Bunker durch müssen und potenziell auch über Flüsse. Also die müssen einfach schnell durchkommen. Dementsprechend ergibt der General hier sehr viel Sinn. Bei den Panzern wählen wir natürlich Heinz Guderian, der stand jetzt schon Panzerkommandant hat und dementsprechend die Angriffswerte hier stark erhöht. Und für unsere Elite-Infanterie nehmen wir natürlich einen Infanterie-Experten, der hier nochmal 10% auf den Angriff gibt. Bevor wir jetzt aber zur Luftwaffe kommen, müssen wir noch ein Problem lösen. Wir haben zu wenig Soldaten. Dementsprechend werden wir auf von nur Freiwillige auf begrenzte Wehrpflicht erhöhen. Wir können jetzt nicht zwei Stufen wählen. Das würde auch mehr kosten. Also es ist nicht wie im Vanilla-Game, dass es sich lohnt, Punkte zu überspringen. Das heißt, wir investieren diese 105 Punkte, um damit jetzt sukzessiv mehr Soldaten zu bekommen, dass sie dann auch neue Flugzeuge ausheben können. Das können wir nämlich Stand jetzt nicht. Dementsprechend können wir uns doch ganz schnell um die Flotte kümmern. Da machen wir nicht arg viel mehr als sie dann einfach mal trainieren zu lassen, zumindest mal alle Truppen, die es nicht sind, fügen die also der Hauptflotte zu und lassen die nochmal trainieren. Aktuell sind die Gewässer noch frei und wir können das, das wird später wahrscheinlich etwas problematischer. Jetzt werfen wir noch einen ganz kleinen Blick nach Indien, dort halten wir immer noch die Sozialisten auf und wir konnten sie tatsächlich hinter diesen Fluss zurückdrängen, was ziemlich praktisch ist, weil wir hier gut Supply haben, die Gegner zwar auch in dieser Hauptstadt, aber immerhin haben wir hier eine ganz gute Position. Das Ziel ist es noch hier weiter vorzurücken, aber Stand jetzt befindet sich der Feind in einer Offensive und man soll den Feind ja nicht unterbrechen, wenn er Fehler begeht. Wir sind hier mit 500 Verteidigung eingegraben, haben 105 weichen Angriff, wohlangemerkt trotz Nacht. Das heißt, es wird nochmal deutlich höher, sobald die Nacht vorbei ist. Und die Gegner greifen hier mit kaum nennenswerten Werten an. Das heißt, unsere Truppen können hier einen großen Teil zum Erfolg gegen die Sozialisten beitragen. Und gleichzeitig sammeln sie auch nochmal Erfahrung, was natürlich dafür sorgen kann, dass wir den General, der sich hier natürlich sehr anbieten würde, und auch die Einheiten dann später nutzen können im Krieg gegen Frankreich. Das heißt, diese Erfahrung hier ist auf jeden Fall sehr wichtig, plus natürlich die Armeeerfahrung in Gänze. Das war jetzt eine sehr, sehr ausführliche Einleitung. Der Part wird heute generell ein bisschen anders werden. Ich nehme ihn tatsächlich einen Tag, nachdem der letzte Part kam, direkt auf, weil ich selber so gespannt bin, wie es weitergeht. Es kann also sein, er wird ein bisschen kürzer und kommt so zwischendrin und es kommt dann aber trotzdem noch ein weiterer Part in einem etwas ungewohnten Rhythmus, aber ich finde, aktuell ist es so spannend, da sind wahrscheinlich zwei 20-Minuten-Parts, die in einer Woche kommen, besser als ein 30-Minuten-Part. Da könnt ihr mir aber sehr, sehr gern eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und generell möchte ich an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Ich habe die letzten zwei Parts ein bisschen wenig gemacht. Es ist einfach unglaublich. Der letzte Part war wieder erfolgreicher als der davor und das galt für eigentlich jeden Einzelnen. Also mit jedem Part wird dieses Projekt noch beliebter und wir haben hier inzwischen 1000 Aufrufe innerhalb von 24 Stunden, 100 Likes teilweise nach wenigen Minuten. Das ist einfach unglaublich und ihr seht vielleicht, meine Motivation hier weiterzumachen ist dementsprechend natürlich sehr hoch, abgesehen davon, dass ich auch mal selber sagen muss, der Verlauf hier mit Italien, das war unglaublich spannend. Österreich, das sich jetzt hier quasi zusammengeschlossen hat, den USA, der Kampf, der extrem hart war, das ist alles einfach so gut gelaufen und ich bin einfach momentan sehr begeistert von diesem Projekt und ich denke mal, das könnte der erste sinnvolle und funktionierende Rückzugskrieg sein, den ich jemals in einem Heu-Projekt geführt habe. Aber gut, genug dazu, aber nochmal abschließend vielen, vielen Dank, wir designen jetzt Flugzeuge und Panzer. Dazwischen aber noch kurz eine kleine Meldung. In Polen gab es einen nationalistischen Putsch und das ist natürlich gar nicht gut. Wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, Einfluss in diesem Gebiet zu behalten und jetzt sind dort die Nationalisten an der Macht, die uns überhaupt nicht positiv gesinnt sind. Dementsprechend sind die Truppen hier an der Grenze vielleicht gar nicht so schlecht und könnten im Zweifelsfall, und wir werden auch, wenn jetzt Polen wirklich putscht und aus dem Reichspark austreten will, dort einmarschieren und wieder für Ordnung sorgen, da wir diesen Blob von Aufständischen uns einfach nicht erlauben können, wenn wir gegen den großen Feind Russland im Osten kämpfen müssen. Unser Panzer 4H40 ist fertig. Wir setzen wieder sehr stark auf weichen Angriff, haben aber auch wieder eine Kanone dabei, um den harten Angriff etwas zu erhöhen. Wir sollten demnächst auch überlegen, ob wir vielleicht Panzerabwehr noch zusätzlich in diese Einheiten packen.
Dafür setzen wir jetzt sehr viel auf Geschwindigkeit, da haben wir 14 Punkte drauf gesetzt und auch noch ein wenig auf die Panzerung. Ihr seht also, das ist vor allem für den Kampf gegen Infanterie da und auch um vorpreschende Einheiten irgendwie einzukesseln und ihnen immer schnell Schaden hinzuzufügen. Wir werden später wahrscheinlich noch Einheiten bauen, die speziell gegen die französischen Panzer geeignet sind. Wir haben eine Zuverlässigkeit von ungefähr 80%, das passt. Und was mir eben sehr wichtig ist, ist diese Treibstoffkapazität, die vor allem, wenn wir gegen Russland agieren, daran müssen wir auch noch denken, wichtig ist, da wir da nicht immer überall so Blei haben. Das Ärgerliche ist, das kostet jetzt natürlich ziemlich viel, aber ihr müsst bedenken, dass wir letztes Mal nur provisorische Panzer errichtet haben. Die waren nicht so gut, dementsprechend ist das jetzt wichtig, auch wenn es natürlich in gewisser Weise wehtut, weil wir jetzt deutlich langsamer Panzer produzieren als vorher und wir noch so ein bisschen einen Mangel an Panzern haben. Das Gute ist aber, wir haben schon Panzerdivisionen, die halbwegs ausgestattet sind, die reichen fürs Erste. Ich denke auch, die Franzosen werden jetzt nicht in einem Monat angreifen, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir bräuchten insgesamt noch 128 Tage, bis wir generell fertig sind, aber wie erwähnt, das bezieht sich dann auch auf die neu produzierten Panzer. Dementsprechend bin ich da guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Und zu der Luftwaffe, dort haben wir das Problem, dass wir noch nicht alles erforscht haben, was ich brauche. Ich würde hier tatsächlich noch warten, bis wir die Beständigkeitsstudie und vor allem aber auch die Triebwerke fertig haben, bis wir dann anfangen können, die richtigen Flugzeuge zu produzieren. Es gab einen weitreichenden Zwischenfall in Elfringen und zwar haben Franzosen, die an der deutschen Grenze eine Übung abhalten, ihren Pfad zu weit verlassen, haben deutsches Grenzgebiet überschritten, weswegen es zu Feuergefechten kam. Es ist nicht klar, wer das Feuer eröffnet hat, allerdings kam es zu Toten und es wurde auch wertvolles Material vernichtet. Das ist natürlich eine extrem angespannte Lage und die Weltspannung erhöht sich dadurch um 16 Punkte, was uns natürlich viel näher an einen Krieg treibt, als ich ursprünglich erwartet habe. Die deutsche Bevölkerung ist natürlich außer sich und erwartet eine Entschuldigung, weswegen wir nicht einfach sagen können, es ist ein tragischer Zwischenfall, sondern wir müssen es riskieren und verlangen, dass sich die Franzosen entschuldigen, auf die Gefahr hin, dass es potenziell dazu führen könnte, dass sie uns den Krieg erklären. Was für uns auf jeden Fall bedeutet, dass die erste und auch zweite Verteidigungslinie jetzt aufhören müssen mit Trainieren. Die müssen ihre Organisation aufladen. Es kann mit dieser Entscheidung tatsächlich direkt der Konflikt ausbrechen. Die Franzosen haben sich entschuldigt und ihre Truppen zurückgezogen. Wir könnten jetzt noch auf eine Entschädigung pochen. Wir sind aber einfach realistisch gesehen, auch wenn wir im Recht sind, nicht in der Position, um das zu fordern. Das heißt, wir können unsere Truppen jetzt weiter trainieren lassen. Das wird uns langfristig mehr bringen, als jetzt hier eine Entschädigung einzufordern. Dementsprechend ist es der 4. Januar 1940 und wir haben den Krieg hoffentlich noch mal ein wenig herausgezögert. Unsere Produktionsreihe ist tatsächlich abgeschlossen, weswegen ich gerade überlege, was wir machen. Der Plan ist jetzt aber, dass wir hier oben noch Bunker bauen, weil wir da einen ziemlich starken Bonus darauf haben. Und hier unterlassen wir das jetzt erstmal. Es ist nämlich auch sehr wichtig, dass wir noch Militärfabriken bauen. Durch die Änderung der Produktion bei den Panzern und dann voraussichtlich auch durch die Änderung bei der Luftwaffe, die dann gleich kommt, werden wir auf jeden Fall nochmal einiges an Fabriken brauchen, weswegen wir hier die Produktion einmal hochfahren und dann eben hoffen, dass wir rechtzeitig, weil die Franzosen werden jetzt Druck machen, wir haben doch weniger Zeit als erwartet, vor allem weil wir bei 61% sind, dass wir hier rechtzeitig dann alle Fabriken zugewiesen haben, die ursprünglich mal geplant waren und wir dann auch zum gewünschten Termin, also zum Ausbruch des Krieges, der immer mehr unvermeidbar scheint, mit der Produktion abgeschlossen haben. Wir haben fast alles abgeschlossen, um das Kriegsvorbereitungsgesetz zu beschließen. Wir müssen allerdings die Industrie noch ein wenig ausbauen und da harte Zeiten auf uns Deutsche zukommen, wird natürlich die Bierbrauerei subventioniert und natürlich auch die Weinregion dann weiterentwickelt, sobald wir die benötigte politische Macht haben. Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist über unserem Einflussgebiet abgestürzt. Das ist natürlich nicht gut. Das zeigt, dass die Russen hier irgendwas planen. Aber die weltweite Spannung erhöht sich zwar, ist aber noch in einem Maße, in dem wir nicht jeden Moment mit einem Angriff rechnen müssen. Wir sollten jetzt aber wirklich, wirklich Gas geben bei der Mobilmachung. Auch wenn wir relativ spät dran sind, können wir uns hier noch die Beziehung zur Krupp AG verbessern, was natürlich einen Bonus auf den Bau von Militärfabriken gibt. Forschungsbonus für die Industrie, das ist jetzt nicht so wichtig, es erhöht aber die Kriegsunterstützung nochmal 10 Punkte und diesen Wert brauchen wir einfach, um die Befehlsmacht zu erhöhen. Wir werden nämlich demnächst noch Generäle befördern, wir werden weitere Generäle hier einstellen, das wird alles einiges kosten und deswegen brauchen wir auf jeden Fall so eine hohe Kriegsunterstützung wie möglich und die können wir uns eben durch diesen Fokus sichern. Wir haben nun endlich die Manpower, um unsere Flugzeuge zu bemannen, weswegen wir hier auf ungefähr 2600
2700 Flugzeuge kommen. Der Flughafen in Württemberg würde vollständig bemannt. Wir haben bei beiden, so gut es geht, aufgeteilt. Ja, es hat natürlich nicht funktioniert. Wir haben auf jeden Fall im Ostrheinland jetzt einiges an Luftnahunterstützung. Hier unten haben wir primär Jagdflieger. Wir sehen aber, beide sind im Radius von Elsaß-Lothringen. Das bedeutet, wir können mit allen Truppen agieren. Im Hinterland haben wir dann auch nochmal, sehr schön, dass Österreich immer mehr Leute joinen, da die uns vermutlich helfen werden. Hier in Bayern haben wir dann auch nochmal ein paar Bomber, die haben eine deutlich höhere Reichweite, die könnten potenziell dann auch nochmal helfen, da die ebenfalls Schaden an Truppen anrichten können. Jetzt ist es aber wichtig, dass wir die Piloten, solange es geht, noch trainieren lassen, um ihre Erfahrungen zu erhöhen. Und da sehen wir auch schon sehr gute Fortschritte momentan durch die Stufe Neuling. Allein sie nämlich einen großen Malus beim Luftangriff und der Mobilität. Und das wäre natürlich, wenn es dann zu einem sehr intensiven Luftkampf kommen sollte, und ich bin der festen Überzeugung, dass es passieren wird, ein Riesenproblem, wenn wir da unerfahrene Piloten hätten. Dementsprechend ist es wichtig, so früh wie möglich damit zu beginnen. Und mal ein paar entspanntere Nachrichten. Der Suezkanal steht jetzt unter internationaler Verwaltung bzw. wird international geschützt. Wir haben hier und internationale Suezzone. Das bedeutet, der Zugang hier ist jetzt unabhängig vom Osmanischen Reich, das hier ja durchaus auch schon ein bisschen aggressiver aufgetreten ist, geschützt, und die Durchfahrt ist generell gesichert, was uns natürlich ein großes Stück näher bringt zu unseren Kolonien im Osten. Und ich sehe hier gerade, wir haben ein größeres Problem, das aber gleichzeitig auch eine richtig gute Chance ist. Wir haben hier ziemlich guten Supply, also unsere Truppen sind nicht wirklich gekesselt, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Allerdings hat der Gegner relativ schlechten Supply. Wenn wir also jetzt mit unseren Truppen es schaffen, hier vorzurücken, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen werden, und dann nach Matras vorstoßen, um diesen Hafen zu sichern, dann haben wir hier die halbe sozialistische Armee der Inder gekesselt und können die noch rechtzeitig vor Kriegsbeginn ausschalten, was natürlich den wunderbaren Effekt hat, dass sie hier, bevor unsere Truppen dann wahrscheinlich abgezogen werden, nochmal einen ordentlichen Schlag erleiden und potenziell diesen Krieg verlieren könnten, obwohl sie aktuell ja leider eher die Oberhand haben. Wir haben inzwischen viele neue Militärfabriken, und dass diese auch so gut wie möglich arbeiten können, erhöhen wir hier nochmal die Warenproduktion, indem wir Rationalisierungen durchsetzen. Das heißt, so gut es geht, mit weniger Input denselben oder mehr Output zu produzieren, was eben hier die Produktionsleiste erhöhen wird und dementsprechend die Produktion unserer Einheiten extrem beschleunigen wird. Wir hätten auch diesen Bonus nur für die Panzer wählen können. Allerdings ist das natürlich besser, da es alle Einheiten betrifft. Jetzt haben wir hier aber übrigens ein kleines Problem, und zwar wurde unser Supply abgeschnitten und wir können leider nicht unseren Verbündeten befehligen, hier diese Gebiete zu sichern. Dementsprechend müssen wir uns jetzt selber in versorgtes Gebiet zurückziehen und dann versuchen, von hier unten zu agieren, in der Hoffnung, dass die Verbündeten den Kessel hier selbst aufrechterhalten können. Es gab einen weitreichenden Zwischenfall in der Ukraine, und zwar haben die dortigen Befehlshaber und Politiker ein Dokument in die Finger bekommen durch geheimdienstliche Aktivitäten, das aufzeigt, dass Russland nicht nur einen Angriff auf die Ukraine plant, sondern dieser Plan so unglaublich detailliert und fortgeschritten ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass sie ihn verwerfen werden. Die Daten beziehen sich auch noch auf das Jahr 1940, also wir müssen nicht davon ausgehen, dass sie nächstes Jahr angreifen, sondern das wird schon sehr zeitnah geplant sein. Und was extrem bitter ist, die Russen wissen über alles Bescheid. Die russisch-ukrainische Bevölkerung scheint wohl dazu zu tendieren, die Informationen an die Russen weiterzugeben über Stellungen an der Front etc., weswegen sie leider sehr gut informiert sind. Jetzt dreht sich das Ganze aber, weil durch dieses Dokument sehen wir wiederum die ganzen Stellungen, Nachschubdepots etc. der Russen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Dieses Dokument heißt nichts Gutes und wir nähern uns definitiv dem Jahr 1914 ein zweites Mal, aber unsere Spionagetätigkeiten gegenüber den Russen haben sich dadurch auch verbessert. Unsere neuen Jäger sind fertig und die sind dann schon eher nach meinem Geschmack. Wir haben hochmoderne Motoren, weswegen wir auf eine Geschwindigkeit von 585 km/h kommen. Und durch die Reichweitentanks, die wir erforscht haben, kommen wir auch 747 Kilometer weit. Was bedeutet, wir können die Truppen auch weit in das französische Kernland schicken. Durch den Einsatz neuester Kanonen, und zwar 3 Stück davon, kommen wir tatsächlich auf einen Luftangriff von 31, während wir durch das selbstverdichtende Material tatsächlich auf eine Luftverteidigung von 17 kommen. Das könnte durchaus ein bisschen besser sein, aber wir reden hier immer noch von Jägern und die sind vor allem dafür da, um die feindlichen Einheiten abzuschießen. Der Luftverteidigungswert ist gut, er ist nicht schlecht, könnte zwar höher sein, aber wir können aus der Kombination von Geschwindigkeit, Agilität und eben dieser Verteidigung auf jeden Fall auch einiges wegstecken, während wir aber vor allem sehr, sehr aktiv austeilen. Das ist ein Flugzeug nach meinem Geschmack und das wird jetzt auch in Massen produziert.
Und passend dazu gibt es die Stuka H40. Die verfügt hier über zwei kleine Bombenschächte, die nochmal ergänzt werden. Wir können nämlich nur zwei hinzufügen. Durch diese Panzerabwehrkanone 1, weswegen wir auf einen extrem starken Luftnahunterstützungswert kommen. Der Luftkampfwert ist natürlich relativ schlecht, aber wir haben auch hier mit dem selbstverdichtenden Material und einem Abwehrturm zumindest mal einen Luftverteidigungswert von 18 bekommen. Plus hier auch wieder Reichweite von 812 km/h, in der Hoffnung, dass die Franzosen uns einfach gar nicht erst erwischen. Und ich sehe gerade, wir brauchen tatsächlich zwei Motoren für diese Kombination. Aber das ist mir wert. Wir werden diese Flugzeuge ja nur einmal produzieren. Und ich sehe gerade, wir können da noch einen Bonus draufpacken. Wir produzieren die einmal. Sie werden hoffentlich nicht abgeschossen und machen extrem Schaden. Die kommen ja zusätzlich zu denen, die wir bereits produziert haben, obendrauf. Ich bin ehrlich, diese Produktionskosten sind schon sehr, sehr, sehr hoch. Aber wir haben ja ein Fundament und dementsprechend werden jetzt hier die neuen Stukas produziert. Immerhin 3,5 pro Woche. Unsere Truppen an der Westfront sind größtenteils fertig trainiert. Unsere Produktion von Panzern und Luftwaffe ist finalisiert. Die Front steht, die Truppen sind organisiert, die Generäle sind zugewiesen. Es gab jetzt hier noch eine kleine Änderung. Wir haben aufgrund der Dokumente unsere Truppen an die Grenze gestellt in der Ukraine, um die Russen potenziell abschrecken zu können. Und auf dem Balkan gibt es mal wieder Krieg. Das ist natürlich beängstigend. Das ging schon mal ziemlich schief, aber ich denke mal, das wird diesmal keine Auswirkungen haben. Wir sind also vorbereitet und das war auch das Ziel dieses kleinen eher Zwischenparts. Wie erwähnt, ich versuche, dass der in einem kürzeren Abstand kommt als die anderen. Es war mir jetzt nur sehr, sehr wichtig, dass wir einmal detailliert auf all das eingehen können, was dann normalerweise, wenn das Gefecht losgeht, ein bisschen zu knapp kommt. Also die Aufstellung, die Positionierung der Truppen, die Zuweisung der Generäle etc. Deshalb war es das jetzt auch schon wieder von mir. Ich bin selber beeindruckt, wie lange wir die Franzosen durch unsere geschickte Diplomatie noch aufhalten konnten. Nächstes Mal bin ich mir aber absolut sicher, dass wir die Franzosen nicht weiter rauszögern können. Der Krieg wird garantiert ausbrechen. Wir sind aber vorbereitet. Wir werden hier die Wälder noch ein bisschen besser besetzen. Aber von mir aus können die Franzosen kommen. Wir haben auch genügend Manpower, um nochmal Truppen auszuheben. Die sind auch tatsächlich demnächst fertig. Wir sind bereit. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.